Allerseits, willkommen zurück zu Silicon Magic. Schön, dass ihr reinschaut. In der heutigen Episode geht es um diese kleinen Dinger hier. Das ist ein NFC-Tag in Form eines Aufklebers. Kostet 70 Cent das Stück umgerechnet. Also ich habe für einen 10er-Pack 7 Euro bezahlt bei Amazon. NFC steht für Near Field Communication, also für Nahfeldkommunikation. Und ist ein Funkstandard, der in den verschiedensten Variationen so zum Einsatz kommt. Unter anderem inzwischen auch bei EC-Karten, die sowas integriert haben. Kennt man dann vom kontaktlosen Bezahlen im Supermarkt, wenn man dann einfach die EC-Karte irgendwie auf dieses Terminal drauflegt. Ist dieselbe Idee. Da Smartphones schon seit einigen Jahren NFC unterstützen, kann man damit eben auch die Dinger mit dem Smartphone beschreiben und dann eben entsprechend auslesen, was hier und da durchaus praktisch ist und was man damit so machen kann, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier alles mit diesen NFC-Tags so machen können. Also ich habe dazu ein paar von denen vorbereitet. Das hier ist ein N-Tag 215. Ich blende da oben mal kurz eine kleine Liste ein. Die aktuellen N-Tags gehen von 213 bis 216. Die 216 sind oftmals direkt in Visitenkarten eingearbeitet. Die hier kann man natürlich auch auf eine Visitenkarte draufkleben oder ja, wo man es halt sonst so braucht. Die Haltbarkeit der Daten beträgt etwa 10 Jahre und man kann diese Chips bis zu 100.000 Mal wieder beschreiben. Also viele Möglichkeiten, damit rum zu experimentieren. Was ich jetzt hier zeige, gilt allerdings nur für Android-Geräte. Erstens habe ich zurzeit kein iPhone da, mit dem ich das hätte testen können. Und die von mir unter Android beschriebenen Chips haben leider auch nicht auf dem iPhone 12 eines Bekannten funktioniert. Eigentlich sollten iPhones ab dem iPhone XS NFC unterstützen. Aber die müssen dann wohl leider auch mit einem iPhone beschrieben sein. Es hat allerdings mit jedem Android-Gerät funktioniert, was ich im Bekanntenkreis mal so ausprobiert habe. Es muss dazu keine App installiert sein für die meisten Aktionen, bis auf eben die Aufgaben, aber dazu komme ich später noch. Es muss lediglich hier unter den Verbindungen NFC aktiviert sein. Das sollte standardmäßig aktiviert sein. Manche schalten das allerdings aus, weil hier was steht von wegen Zahlung und das finden viele suspekt. Das ist aber nur deswegen da, weil man eben NFC eingeschaltet haben muss, wenn man einen Zahlungsdienst wie Google Pay oder Samsung Pay nutzt. Aber damit das überhaupt funktioniert, muss eben Google Pay überhaupt erstmal die passende App installiert und eben auch entsprechend eingerichtet sein. Ansonsten passiert da in Sachen Zahlung gar nichts. Also das kann man getrost anlassen. Wenn man dann also einen solchen Chip im Rahmen einer Visitenkarte benutzt, braucht man ihn einfach nur an das Smartphone dran zu halten und schon wird der Kontakt direkt eingespeichert in das Smartphone. Das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch und ist wahrscheinlich auch für Leute sehr praktisch, die häufiger mal ihre Nummer, sei es aus geschäftlichen oder privaten Gründen, weitergeben und vielleicht auch ihre eigene Nummer sich nicht besonders gut merken können oder eben vielleicht auch eine verwirrende Nummer haben und Zahlendreher vermeiden wollen. Und dann hat man gleich alle Informationen im Smartphone drin. Also das muss natürlich nicht alles ausgefüllt werden, aber es kann eben der Name, die Firma, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, sogar die Postanschrift und eine Webadresse eingespeichert werden. Wenn man auf ein soziales Netzwerk verweisen will, geht das auch. Also das kann ich später noch mal ein bisschen genauer zeigen. Ich habe hier einfach mal mein letztes YouTube-Video eingespeichert auf den Chip. Und wenn ich ihn dran halte, dann geht eben die YouTube-App auf. Und mein letztes Video wird aufgerufen und wer sich für den Kanal interessiert, der kann dann eben hier auch auf die Kanalseite gehen. Ein anderer ziemlich beliebter Anwendungszweck ist das Speichern von WLAN-Daten auf einen solchen Chip. Den kann man sich, wenn man ein Ladengeschäft hat, vielleicht an die Eingangstür kleben, wenn man seinen Kunden das denn ermöglichen möchte oder eben bei sich zu Hause irgendwo und dann braucht einfach ein Besucher nur sein Handy drauflegen und schon wird die WLAN-Verbindung einen angezeigt und man muss einfach nur auf Verbinden klicken und das war's. Man muss allerdings, wenn man Android 10 oder später benutzt, erstmal das WLAN aktivieren. Hier ist noch Android 9 drauf, da aktiviert sich dann automatisch das WLAN. Ansonsten muss man nichts weiter tun und schon ist man eben mit dem heimischen WLAN verbunden oder eben in einem Café oder Ladengeschäft, wenn man so etwas betreibt, können die Stammkunden hier ohne weiteres sich ins WLAN einwählen. Eine andere Sache, die ich ebenfalls für mich interessant fand, ist, also ich kenne das aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, man hat inzwischen einen Haufen Passwörter, einen Haufen Login-Daten, sei es für eBay, Amazon oder sonst was und entweder speichert man sich das alles auf dem PC.
Das hinterlässt manchmal ein etwas ungutes Gefühl. Der Browser kann es natürlich auch speichern, aber wenn mal Windows irgendwie ein Problem hat, dann sind im schlimmsten Falle die Passwörter alle weg, die im Browser gespeichert waren, und weil man sie eben immer automatisch benutzt hat, erinnert man sich nicht mehr. Am meisten Sinn macht es zwar, sich ja das Ganze irgendwie aufzuschreiben, aber so einen Zettel kann man auch verlieren. Was man natürlich auch machen kann, und das finde ich doch recht interessant, man kann sich hier eine Textdatei drauf speichern mit all seinen Passwörtern und diesen Tag irgendwohin kleben, sei es unter der Tischplatte oder einfach wo es niemand weiß, außerhalb eben seines Computers. Und hat dann auf einen Blick seine Nutzernamen und Passwörter, die man sich hier drauf gespeichert hat. Ja, wenn ich mir nun einen solchen Tag beschreiben möchte, benötige ich dafür natürlich eine App. Da gibt es einige im Google Play Store. Wenn ich NFC eingebe, ich habe mich jetzt hier für NFC Tools entschieden. Ich finde das Programm echt übersichtlich und ja, recht praktisch, kann ich nur empfehlen. Da werde ich gleich erstmal aufgefordert, einen Chip dran zu halten. Und dann bekomme ich hier im Menü Lesen angezeigt, ja, was das für eine Art von Chip ist, wie die Seriennummer ist und was er so für Möglichkeiten hat, also ob er im Moment passwortgeschützt ist oder nicht oder ob man einen Schreibschutz aktivieren kann. Das beherrscht dieser Chip. Dann natürlich noch die Speichergröße und vor allem auch die effektive Speichergröße und wie viel davon bereits belegt ist. Nun kann ich mir unterschreiben, einen neuen Datensatz hinzufügen. Das heißt, ich kann jetzt, wie wir das eben hatten, entweder eine Visitenkarte, eine Textdatei, wie eben das mit den Passwörtern, dort einfügen. Ich kann zu sozialen Netzwerken verlinken und da gibt es so wirklich einiges, sei es nun zum Facebook-Account, zum Instagram-Account, meinetwegen auch Snapchat, Skype, Telegram, TikTok oder Twitch. Also hier hat man wirklich viele Möglichkeiten. Man kann auch eine kleine Datei einfügen, es muss kein Text sein. Natürlich bieten die hier nicht so viel Platz, dass man ein ganzes Video wie auf einem USB-Stick speichern könnte, aber eben ein Link zu einem Video geht, wie ich das gerade auch gezeigt habe, zum Beispiel auf ein YouTube-Video. Dann hat man hier unter andere eben noch die Möglichkeit, den Tag zu kopieren, zu formatieren oder mit einem Passwort zu versehen. Dieses Passwort ist allerdings nicht auf das Öffnen beschränkt. Das finde ich ein bisschen schade, gerade was diese Textdatei mit den Passwörtern angeht. Die hätte man schon gerne auslesegeschützt, das geht nicht. Man kann allerdings ein Passwort setzen, das das Überschreiben verhindert. Also wenn man jetzt irgendwo, wie ich es beschrieben hatte, ein Ladengeschäft hat, wo man das gerne auf diese Weise realisieren möchte, dann kann der Nutzer diesen Chip nicht einfach überschreiben, wie er möchte, er kann ihn nur auslesen. Für kompliziertere Sachen gibt es hier oben die Geschichte Aufgaben. Da kann ich jetzt Aufgaben hinzufügen, wie meinetwegen den Alarm sich zu setzen und gleichzeitig in den Nicht-Stören-Modus zu gehen. Wer sich das eben unter das Tischdeckchen auf dem Nachttisch hinklebt, braucht abends nur sein Handy drauflegen und schon wird automatisch der Wecker gestellt und das Telefon in den Nicht-Stören-Modus versetzt. Ja, damit diese letzte Sache, das mit den Aufgaben eben funktioniert, muss allerdings die App NFC Tasks installiert sein. Da muss man nichts weiter tun, die muss eben nur installiert sein, damit diese komplizierten Aufgaben ausgeführt werden können. So, das soll es gewesen sein für diese kurze Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen vielleicht ein bisschen neugierig machen, was diese Dinge angeht. Ich finde sie ziemlich interessant. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentarsektion. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ja, und wenn ihr meine Videos generell mögt, abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.